Guten Morgen, liebe Journalistinnen und Journalisten. Herzlich willkommen hier zu unserem virtuellen Pressbriefing heute zu den Auswirkungen von sozialen Medien auf die mentale Gesundheit. Ich bin Bastian Zimmermann, ich bin Redakteur hier beim SMC und ja, ich freue mich, dass ich heute noch Frau Brandhorst, Herr Montag und Herr Mayer mit mir hier dabei habe. Herzlich willkommen erstmal an Sie. Danke, schön, dass Sie da sind und ich stelle Sie gleich noch alle vor. Ja, soziale Medien, die sind ja gerade im Leben junger Menschen momentan sehr präsent. Man hört auch immer wieder, wofür soziale Medien im Kontext mentaler Gesundheit alles verantwortlich sein sollen. Also Abhängigkeit, Stress, niedriges Selbstbewusstsein, schlechtes Körperbild und so weiter. Kürzlich gab es ja auch in den USA oder vor ein paar Monaten die Klage gegen Meta, unter anderem das mit den Anschuldigungen, dass Facebook und Instagram Nutzerinnen und Nutzer zu sehr fesseln würde und abhängig machen würde. Einiges davon hat sich schon so ein bisschen als Binsenweisheit etabliert. Die Forschung bietet allerdings auch oft einen differenzierten Blick darauf, ein differenziertes Bild davon auch. Manches kann man eben noch nicht mit Sicherheit sagen. Und um da so ein bisschen drüber zu sprechen, vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, wollten wir das Thema heute in einem Hintergrund-Pressbriefing besprechen. Genau, bevor ich zum Vorstellen komme, noch der Hinweis an Sie da draußen, dass Sie die Fragen bitte über die Fragefunktion von Zoom stellen können und machen Sie da auch gerne fleißig Gebrauch von. Ja, dann zu unserer Expertin und den beiden Experten. Danke nochmal, dass Sie da sind. Ich stelle Sie eben vor. Wir haben hier Dr. Isabel Brandhorst. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Internetbezogene Störungen und Computerspielsucht am Universitätsklinikum Tübingen. Professor Dr. Adrian Mayer, Juniorprofessor für Kommunikationswissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und Professor Dr. Christian Montag, Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm. Genau, das sind die Expertinnen und Experten heute. Ich habe noch ein paar kurze Eingangsfragen vorbereitet, wie immer. Und wir fangen mit Ihnen an, Herr Mayer. Herr Mayer, was sind denn eigentlich die Gefahren von sozialen Medien für Kinder und Jugendliche und was können auch positive Auswirkungen sein? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Pressbriefing. Ich will kurz starten, vielleicht mit einem Mythos, den aus meiner Sicht der im öffentlichen Diskurs rund um Social Media, Smartphones und psychische Gesundheit bei jungen Menschen immer wieder kommt, den erstmal aus dem Weg räumen sozusagen und dann auf die aus meiner Sicht auch wirklich belastbareren Gefahren eingehen und auch auf mögliche Vorteile. Der größte Mythos ist, glaube ich, diese Vermutung, dass je mehr Zeit ich am Smartphone verbringe oder je mehr Zeit ich mit Social Media verbringe, dass das notwendigerweise negative Folgen hat. Das ist so ein bisschen diese Bildschirmzeit-Hypothese oder auch Verdrängungshypothese. Und da muss ich sagen, sehe ich in der Literatur insgesamt inzwischen eigentlich den Konsens, dass das so nicht ist, also dass wir nicht davon ausgehen können, jede am Smartphone oder jede vor Social Media verbrachte Minute ist gleich schlecht. Es scheint viel mehr darauf anzukommen, wer da eigentlich vom Bildschirm sitzt, was diese Person genau sieht, was sie macht und wie sie auch die Inhalte und die Erlebnisse verarbeitet. Und da sehe ich tatsächlich vier Bereiche oder vier Gefahren, wo aus meiner Sicht die Evidenz durchaus schon stark genug ist, dass man sich darüber Gedanken machen kann, wie man hier weiter vorgeht, ob man hier interveniert, ob man vielleicht auch regulieren sollte. Der erste Bereich ist aus meiner Sicht dieses Feld sozialer Vergleich, insbesondere mit Blick auf das Körperbild von Nutzerinnen und Nutzern. Und hier wissen wir einfach, das kann sehr starke Folgen auch für das Selbstwertgefühl haben junger Menschen, wenn sie sich eben mit sehr unrealistischen Körperdarstellungen unvorteilhaft vergleichen. Das ist aus meiner Sicht ganz gut belegt. Ebenfalls ganz gut belegt sehe ich den Bereich sozialer Ausschluss bzw. Einschluss. Darunter würde ich jetzt sowas zählen wie die berüchtigte Fear of Missing Out, also diese Angst, etwas zu verpassen, die Sorge, etwas zu verpassen, die dann dazu führt, dass Social Media etwas intensiver genutzt wird. Auch darunter zählen würde ich in diesem Bereich Cybermobbing oder eben generell Ausschlusserlebnisse in sozialen Medien, sei das jetzt die Schul-WhatsApp-Gruppe oder auch die Kommentarspalte unter irgendeinem Social-Media-Post. Auch da ist es ganz gut dokumentiert, dass Jugendliche dort sehr negative Erfahrungen machen können. Den dritten Bereich würde ich sehen, so im Feld Selbstkontrolle, Prokrastination, also dass manchmal unkontrolliertes, wenig selbstreguliertes Nutzungsverhalten durchaus negative Folgen haben kann, wenn Zielkonflikte entstehen mit wichtigen Aufgaben, die eigentlich zu erledigen wären. So ein klassisches Beispiel wären jetzt die Hausaufgaben, die eigentlich zu machen sind, aber auch in anderen Lebensbereichen, dass eben unkontrollierte Nutzung, und da ist, glaube ich, auch die Nähe dann zu dem Suchtbegriff, durchaus Probleme hervorrufen kann. Und der vierte Bereich, für den es zunehmend Evidenz gibt, wären Schlafdefizite aus meiner Sicht. Also das
nicht unbedingt die reine Nutzungszeit, aber konkret, dass die Nutzung vorm Einschlafen meistens nicht so eine gute Idee ist, was auch viel damit zu tun hat, welche ja, Gedanken ausgelöst werden, Grübeleien ausgelöst werden, ein gewisses Erregungslevel und eben ein Fehlen von zur Ruhe kommen stattfindet vorm Einschlafen und dass das durchaus Probleme erzeugen kann. Auf der Haben-Seite, auf der Vorteilsseite sehe ich ganz schnell noch drei zentrale Vorteile, die die Forschung mehr oder weniger gut dokumentiert. Was aus meiner Sicht sehr gut dokumentiert ist, ist vor allem für soziale Netzwerkseiten wie Facebook oder LinkedIn, sind die sozialen Ressourcen, die Nutzerinnen und Nutzer daraus ziehen können. Also dass tatsächlich Social Media auch eine soziale Seite haben können in der Wahrnehmung der Nutzerinnen und Nutzer, dass Nutzerinnen das Gefühl haben, ihnen steht mehr soziale Unterstützung zur Verfügung, seien das jetzt Informationen, die sie von Freunden bekommen können, oder auch emotionale Unterstützung, vor allem über Messenger. Das ist verhältnismäßig gut dokumentiert. Auch das Online man sich gewisse Communities suchen kann. Das ist vor allem relevant für statistische Minderheiten, zum Beispiel die LGBTQ-Community, die dann eben online sich ja, so einen sicheren Heimathafen sozusagen sucht und ja, dort eben eine Community findet. Die anderen beiden Vorteile, die aus meiner Sicht mehr oder weniger gut dokumentiert sind in der Forschung, sind zum einen sowas wie Unterhaltung und Erholung, also dass man kurzfristige Stimmungsregulation, was erstmal für sich genommen recht unproblematisch ist, durchaus ziehen kann aus kleinen Medienpausen, dass also Social Media häufig eben wie andere Unterhaltungsmedien auch genutzt werden, was unproblematisch ist häufig, auch problematisch sein kann. Und der dritte Bereich sehe ich vor allem Inspiration, also motivierende Effekte von Social Media. Das kann sich beziehen auf sehr banale Dinge wie Reisen oder die Natur erkunden, kann sich aber auch auf Fitness, Sport, Bewegung beziehen, wo wir einen recht klaren Trend sehen und kann aber auch so weit gehen, dass es im politischen Bereich, politischer Aktivismus zum Beispiel, Umweltaktivismus eben steigert. Genau. Das wären so aus meiner Sicht so dieser Überblick aus der kommunikationswissenschaftlichen und medienpsychologischen Perspektive. Ja, vielen Dank, Herr Mayer. Dann machen wir erstmal direkt weiter mit den Eingangsfragen. Frau Brandhorst, Sie hatten ja gesagt, dass Sie jetzt seit einiger Zeit primär oder ausschließlich in der Forschung sind. Sie waren ja vorher aber auch quasi in der Therapie selbst. Sie haben jetzt bei uns so ein bisschen die Rolle der Praktikerin zugewiesen bekommen. Welche Beobachtungen können Sie denn da mit uns teilen? Also ist die Nutzung von sozialen Medien in der Therapie oft Thema und welche psychischen Erkrankungen stehen damit in Verbindung? Ja, also Thema in der Psychotherapie ist es meistens, manchmal mehr oder weniger, würde ich jetzt mal sagen, je nachdem, ob das jetzt ein Patient ist, wo die Nutzung von den sozialen Medien Einfluss hat auf die Symptomatik oder nicht. Also grundsätzlich sehen wir, glaube ich, am deutlichsten im klinischen Kontext, welchen enormen Einfluss soziale Medien auf Kinder und Jugendliche haben können im Krisendienst. Also wir haben ja eine beschützte Station, eine Kriseninterventionsstation, zu der Familien auch kommen können, wenn zum Beispiel jetzt eine aggressive Eskalation droht oder Jugendliche so sehr in Not sind, dass sie darüber nachdenken, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Und in diesen Krisenvorstellungen gibt es häufig einen Zusammenhang mit sozialen Medien, weil zum Beispiel Kinder und Jugendliche im Rahmen von Cybermobbing, Hate Speech oder Sexting, also wenn Bilder, die an jemanden geschickt wurden, plötzlich in der Öffentlichkeit landen, was nicht so gedacht war, solche Situationen können eben dazu führen, dass Kinder und Jugendliche so sehr in Not kommen, dass sie sich nicht mehr anders zu helfen wissen und darüber nachdenken, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Das sind Situationen, die mir in den Sinn kommen, aber auch aggressive Eskalationen, wenn Eltern beispielsweise versuchen, die Bildschirmnutzung ihrer Kinder und Jugendlichen zu reglementieren. Das ist dann meistens eine längere Vorgeschichte, wo Regeln in den Raum geworfen werden, die werden aber nicht wirklich verfolgt, von den Kindern dann auch nicht ernst genommen. Und irgendein Auslöser führt dann dazu, dass Eltern sehr restriktiv werden, den Router ausschalten oder das Handy wegnehmen. Und dann kommt es eben auch zu Handgemengen oder zu Auseinandersetzungen, die so eskalieren, dass die Eltern sich beispielsweise von ihren Kindern auch ernsthaft bedroht fühlen. Das sind so die beiden Situationen, die mir im Krisendienst einfallen. Ansonsten
haben wir es beispielsweise auf unserer Station für Essstörungen. Da merken wir natürlich die Auswirkungen von den Schönheitsvorstellungen, die durch Social Media transportiert werden. Herr Mayer, Sie haben es ja auch gesagt, die verzerrten Körperbilder, die ja im Übrigen, das wissen wir auch aus Studien, die Körperbilder werden, oder das eigene Körperbild wird negativer betrachtet, wenn eben davor lauter beschönigte Körper angesehen wurden, selbst wenn man davor gewarnt wird, dass das passieren kann. Also Wissen schützt da nicht vor dem Effekt. Und diese Schönheitsvorstellungen, die sind sehr prägend für Kinder und Jugendliche und können eben eine Essstörungssymptomatik auch befeuern. Und dann haben wir natürlich auch viele verschiedene Seiten oder Influencer, die pathologisches Denken und Verhalten bei Kindern und Jugendlichen noch fördern können. Also geht es auch um Pro-Anna-Seiten, die Anorexie-Verhalten fördern, aber auch die Fitness-Challenges, ja, die können positiv sein, Herr Mayer, wie Sie es schon gesagt haben, die können zum Sport und gesünderen Lebensstil animieren, aber sie können auch eher dysfunktional genutzt werden. Und dann gibt es natürlich auch Anleitungen zu Selbstverletzungen. Das ist auch oft was, wenn Kinder und Jugendliche sich zum ersten Mal selbst verletzen oder beispielsweise ritzen, dass sie dann angeben, dass sie solche Anleitungen, Empfehlungen im Internet gefunden haben. Und die soziale Netzwerknutzung steht im Zusammenhang oder die Sucht von sozialen Netzwerken oder die soziale Netzwerknutzungsstörung, wie es jetzt so schön heißt, ist assoziiert mit Depressionen, mit Ängsten, auch mit Selbstverletzung, Suizidalität, Schlafdeprivation, geringeren schulischen Leistungen, ja, oder beeinträchtigten Selbstwahrnehmung. Das sind so die Aspekte, die sich in der Forschung zeigen und in der Praxis. Gibt es da irgendwelche Trends, die man wahrnehmen kann? Also wird das mehr in den letzten Jahren? Ich meine, TikTok hat diese dominante Rolle, die es jetzt hat, ja auch noch nicht seit einem Jahrzehnt. Merkt man da irgendwas? Ja, gut, vor TikTok gab es Instagram, vor Instagram gab es Facebook. Also ich würde sagen, dass der Trend ist, dass die Kinder immer jünger werden. Also TikTok ist ja auch ein Netzwerk, das man gut nutzen kann, selbst wenn man noch keine Lese- und Schreibkompetenz hat. Weil es da jetzt wirklich ja nur noch um Anschauen von Videos geht. Ja. Und das ist mein Eindruck, dass die immer jünger werden. Ja, danke erstmal. Herr Montag, ja genau. Sie können gerne ergänzen und danach kommen wir zu Ihrer Eingangsfrage. Ja, guten Morgen. Ich wollte jetzt gar nicht so reingerätschen, aber an der Stelle gibt es ja durchaus klare Bestrebungen der Industrie, auch das Nutzer-Nutzerinnen-Alter deutlich zu senken. Es gab in den letzten Jahren die Initiative Facebook Kids und Instagram Kids, wo man ganz klar darauf abgezielt hat, die Altersschwelle, die ja momentan da ist, die 13 Jahre, die meines Erachtens ja auf den Children Privacy Act in den USA zurückzuführen sind, wo man gesagt hat, okay, die Privatsphäre von Kindern ist besonders schützenswert, dass man diese 13 Jahre versucht hat auszuhebeln. Das hat zu einem großen Aufschrei geführt, sodass das gerade so ein Stück weit auf Eis ist. Ich würde da aber nicht darauf vertrauen, dass wir nicht wieder einen Vorstoß der Industrie dort sehen werden. Ja, gut, dann vielen Dank Ihnen beiden. Und Herr Montag, dann an Sie nochmal die Eingangsfrage. Welche neuronalen Effekte kann man bei der Nutzung von sozialen Medien eigentlich beobachten? Und warum ist es auch in diesem Forschungsbereich oft so schwierig, gesicherte Erkenntnisse zu gewinnen? Ja, jetzt nochmal offiziell guten Morgen. Nochmal Entschuldigung, ich wollte mich nicht da eben einfach so rein. Das ist ja so gedacht, dass Sie auch was hinzufügen können. Ja, also tatsächlich haben wir, und das ist durchaus überraschend, ne? Wir haben eine Sprache, die in den sowohl von Laien als auch durchaus von Massenmedien genutzt wird, die sehr medizinisch geprägt ist. Es wird sehr, sehr viel von Dopamintriggern gesprochen. Es wird von Brain Hacks gesprochen, wenn wir über das Engineering der Plattform nachdenken. Es gibt den Suchtbegriff, der, wir haben es gerade gehört, ist momentan im deutschsprachigen Bereich als soziale Netzwerknutzungsstörung betitelt wird, wo wir ja noch keine offizielle Diagnose haben. Ich will damit nicht sagen, dass das nicht gibt, aber wir haben noch keine finale Einigkeit.
Und warum sage ich das alles? Also wir haben eine sehr neurowissenschaftlich-medizinische Sprache in dem Bereich, aber die Evidenz ist dafür eigentlich äußerst dünn. Wir haben uns gerade mal in einem Übersichtsartikel angeschaut, was überhaupt an bildgebenden Studien des Gehirns gibt, die sich tatsächlich mit der Nutzung von sozialen Medien auseinandersetzt. Das ist natürlich ein breites Feld. Das kann entweder natürlich eine suchtähnliche Nutzung sein. Das kann aber auch einfach die Fragestellung sein, dass ich versuche zu verstehen, wie Menschen auf den Like-Button reagieren, was natürlich erstmal was anderes vom Design ist. Oder dass man sich anschaut, wie das Hirnvolumen in bestimmten Bereichen mit einer bestimmten Nutzung korreliert. Und da muss man sagen, obwohl die sozialen Medien jetzt, also wenn man mal Facebook nimmt, seit jetzt fast 20 Jahren oder länger da sind, ist die Evidenz im neurowissenschaftlichen Bereich äußerst dünn. Wir reden also wirklich von vielleicht 20, 30 MRT-Studien, die wir haben, vielleicht 30, aber ein Großteil ist eben von der Stichprobe sehr, sehr klein. Die meisten Studien sind querschnittlich. Viele alte Studien haben durchaus auch ein paar statistische Themen, also wo einfach Korrekturschwellen nicht ordentlich den Standards heute genügen, sodass man erstmal Bottomline sagen muss, wir wissen verdammt wenig. Das muss man einfach so festhalten. Und vieles, wenn man so einen Begriff wie Dopaminträger hat, also dass zum Beispiel ein Designelement jetzt auf der Plattform, dass hier die Idee dazu führen würde, dass auf der Nutzerinnenseite Dopamin ausgeschüttet wird, das können wir mit einem klassischen bildgebenden Verfahren wie im MRT überhaupt nicht überprüfen. Wir können lediglich gucken, ob ein Hirnareal eben aktiviert wird, wo zum Beispiel auch Dopamin eine Rolle spielt, aber andere Botenstoffe auch. Das also vorneweg, das ist momentan relativ trübe, was wir dort an Wissen haben. Aber ich würde trotzdem gerne versuchen, ein paar Highlights zu bringen, die so ein bisschen zeigen, dass wir natürlich nicht ganz ohne Wissen da sind. Es gibt eine Reihe von, finde ich, gut gemachten Studien aus dem Sherman Lab aus den USA, die sich sehr, sehr konkret mit dem Like-Button beschäftigt haben und wie der eben auf zum Beispiel Heranwachsende wirkt. Man hat dort im Wesentlichen untersucht, zum Beispiel, dass die ProbandInnen eben im Hirnscanner drin waren und die haben dann Bilder von Instagram gezeigt bekommen, die mit viel oder mit wenig Likes versehen waren. Und wenig überraschend sieht man eben, wenn gerade auch eigene Bilder mit mehr Likes versehen worden sind, dass das Belohnungssystem des Gehirns angeregt wird, was dann natürlich auch ein Stück weit erklärt, warum positive Emotionen erzeugt werden und dann vielleicht auch eine Habitformierung stattfindet. Das heißt, dass Leute wieder auf die Plattform zurückkommen, um dort wieder was zu posten, in der Hoffnung, eine soziale Belohnung zu bekommen. Wir wissen, dass diese Effekte durchaus auch altersanfällig sind. Also in den Studien konnte gezeigt werden, dass über die Phase der Adoleszenz hinweg eben diese Effekte stärker werden. Das heißt, dass das Gehirn stärker auf diese Mechanismen anspringt. Und ein weiteres großes Thema, was zumindest vor allen Dingen auch theoretisch bearbeitet worden ist und auch durch Meta-Analysen gestützt wird, ist, dass wir durchaus sehen, dass je jünger die Nutzer, Nutzerinnen sind, desto eher anfällig sind sie für eine, ich sag mal, exzessive Form der Social-Media-Nutzung oder Übernutzung der Plattform. Und eine der Theorien, die immer wieder ins Feld geführt wird, ist, dass die Hirnreifung noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt, der präfrontale Kortex als zentrale Struktur im Gehirn, der für Selbstregulation wichtig ist und natürlich auch, dass Emotionen Zaum gehalten werden können, ist noch nicht ausgereift. Es gibt ja keine finalen Zahlen, aber wir gehen davon aus, dass es bis in die 20er Jahre dauert, bis das der Fall ist. Und bis dahin hat man eben eine vulnerable Gruppe, die gerade auch auf das Plattformdesign natürlich stärker anspringt. So zumindest eine Lesart. Die wird ein Stück weit natürlich auch durch bildgebende Verfahren unterstützt, dass wir wissen, dass eben präfrontale Kortex, exekutive Funktionen eben bei einer suchtähnlichen Nutzung eben zum Beispiel diese Top-Down-Regulation, wie wir es auch nennen, weniger anspringt, weniger gut funktioniert. Das heißt, man wird eher von seinen Emotionen übermannt und sagt dann, anstatt sich mal auf die Finger zu klopfen, jetzt mal das Gerät weglegen, nee, ich bleibe auf der Plattform und mache vielleicht Dinge, die mich gerade nicht wirklich nach vorne bringen im Alltag. Das gesagt,
Es ist nach wie vor relativ dünn und vielleicht als abschließend eine, finde ich, auch interessante Studie, die es auch gut gemacht, ist dieses Jahr, ich glaube Anfang dieses Jahr erschienen, wo sie im Längsschnitt Jugendliche untersucht haben in zwei Gruppen, nämlich die einen haben die sozialen Medien viel genutzt, die anderen weniger und dann hat man sich angeschaut, wie die Hirnaktivierung sich über 2 Jahre, war glaube ich das Zeitfenster, verändern. Man hat gesehen, dass diejenigen, die viel auf den sozialen Medien unterwegs sind, dass die eben mehr feinfühliger werden gegenüber sozialer Belohnung und Bestrafung, was vielleicht auch mit, wie gesagt, natürlich auch dem Plattformdesign der Plattform zu tun hat. Ja, vielen Dank. Da haben Sie auch schon eine der uns vorher gestellten Fragen schon beantwortet mit der Frage nach der Gehirnentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Genau, wie gesagt, wir haben einige Fragen schon im Voraus bekommen, daher nicht wundern, wenn die nicht alle im Chat stehen. Frau Brandhorst, eine passt ganz gut zu Ihnen, und zwar, wie viel weiß man eigentlich zum tatsächlichen kausalen Zusammenhang zwischen Depression und täglich stundenlanger Social-Media-Nutzung im Kindes- und Jugendalter? Also, wie Herr Mayer schon gesagt hat, ist es jetzt nicht so, dass man sagen kann, wer viel soziale Netzwerke nutzt, der entwickelt ganz automatisch eine Depression. Und ich würde sogar sagen, dass diesen Zusammenhang, den viele herstellen, dass die soziale Netzwerknutzung automatisch zu einer Depression führt, den kann man so sicher nicht ziehen, sondern es kommt darauf an, wie jemand soziale Netzwerke nutzt und ja, was in seinem Kopf passiert. Also nutzt er zum Beispiel, also man weiß zum Beispiel, dass eine Tendenz zum sozialen Vergleich, wenn die stärker ausgeprägt ist oder wenn der Selbstwert tendenziell gering ist, dass dann die Nutzung von sozialen Medien schädlich sein kann. Das im Sinne von, dass depressive Symptome eher noch verstärkt werden. Das haben wir ja im Jugendalter. Eine Gruppe in der Pubertät, die ganz grundsätzlich eher zum sozialen Vergleich tendiert, die auch grundsätzlich eine höhere Vulnerabilität hat, eine psychische Erkrankung zu entwickeln. Also wir haben oft Jugendliche in der Pubertät einfach in einer relativ labilen Phase, sodass gerade in der Pubertät soziale Netzwerke ja, vielleicht anfängliche Symptome von psychischen Erkrankungen unter Umständen befeuern können. Und es deswegen eine Gruppe ist, auf die wir eigentlich ganz besonders achten müssen, wenn sie soziale Netzwerke nutzt. Ja, also man weiß, und es gibt ja auch die, also Herr Mayer, Sie haben vorhin gemeint, die Dauer der Nutzung ist nicht, zumindest nicht so einflussreich, wie es manchmal in den Medien postuliert wird, aber es gibt ja schon so ein Dose-Effekt-Relationship. Also wenn jemand eine gewisse Vulnerabilität hat, eine Depression zu entwickeln und eben den sozialen Vergleich sehr ausgeprägt nutzt in sozialen Netzwerken zu seinem Nachteil, dann hat die Dosis schon auch einen Effekt. Also wenn dann länger wie 1 bis 2 Stunden pro Tag soziale Netzwerke genutzt werden, dann kann das eher einen negativen Effekt haben, wie wenn die Dauer kürzer ist. Und dann kommt es aber auch noch auf andere Aspekte an, wie beispielsweise habe ich Kontakt in sozialen Netzwerken zu Menschen, die ich auch analog kenne? Habe ich auch soziale Kontakte außerhalb von sozialen Netzwerken? Das sind auch noch so Aspekte, die beeinflussen, ob so eine Nutzung eine Depression eher befeuern kann oder nicht. Herr Mayer, Sie hatten noch eine Ergänzung? Genau, ja, also der Einschätzung kann ich definitiv zustimmen. Ich tue mich mit diesem Dosisbegriff immer so ein bisschen schwer, weil wir ja anders als bei ja, irgendwelchen Stoffen, pharmazeutischen Stoffen oder ähnlichen, eben kein klar benennbares Suchtmittel oder irgendeinen Stoff haben, der immer der gleiche ist für jede Person. Das war ja der eingangs genannte Punkt auch nochmal, dass man sich eben sehr genau anschauen muss, was für Inhalte sehen die jungen Menschen eigentlich auf Social Media, welche Erlebnisse machen die. Also die Dosis macht das Gift, kann man hier so eins zu eins einfach nicht anwenden. Und deswegen zeigen sich auch diese, ja, wie wir sagen würden, Dose-Response-Zusammenhänge so in der Breite der Bevölkerung nicht. Das kann man dann für Subgruppen finden und dann für die sehr intensiven Nutzerinnen und Nutzer möglicherweise. Aber es ist eben nicht so, dass jede weitere Stunde auf Social Media mich dann nochmal einen Skalenpunkt depressiver macht oder so. Das können wir so einfach nicht sagen. Herr Montag, da hätte ich noch eine ergänzende Frage an Sie, und zwar allgemein. Gibt es
Gruppen oder Personen, die besonders betroffen sind? Und gibt es auch Merkmale, die mit problematischer Nutzung von sozialen Medien oft korrelieren? Ja, das ist tatsächlich schon gut untersucht. Da gibt es auch Meta-Analysen und in der Persönlichkeitspsychologie wissen wir, dass vor allen Dingen zwei Persönlichkeitsmerkmale vor allen Dingen mit einer exzessiven Nutzung einhergehen, vielleicht auch gleich zum Begriff noch ein bisschen mehr. Das ist nämlich einmal der Neurotizismus, das heißt Personen, die eher zu negativen Emotionen neigen von Natur aus, berichten in der Regel auch von einer mehr problematischen Social-Media-Nutzung. Und die andere Gruppe, das sind Leute, die eher weniger Gewissenhaftigkeitswerte haben. Wie lässt sich das einordnen? Auch hier muss man sagen, Großteil der Studien leider querschnittlich. Wir gehen allerdings davon aus, dass Persönlichkeit eher stabil ist, sodass die Wirkrichtung wahrscheinlich von Persönlichkeit hin zu einer exzessiven Nutzung zu sehen ist. Aber wie gesagt, unter Vorbehalt, weil der Längsschnitt hier natürlich auch folgen muss. Und wie wir das interpretieren, ist zum einen in Anführungsstrichen jetzt leider wieder ein medizinischer Begriff mit der Selbstmedikationshypothese, dass Personen, die eher zum negativen Affekt neigen, erstmal die sozialen Medien nutzen. Das könnte übrigens auch einen Zusammenhang zur Depression erklären, der bei einer überbordenden Nutzung da ist, um ihren negativen Affekt loszuwerden. Das heißt, es ist erstmal eine Art von Bewältigungsstil, um mich von meinem Alltag frei zu machen. Im Zusammenhang wird auch gerne über Eskapismus gesprochen, was auch bei der Gaming Disorder eines der zentralen Motive ist, um zum Beispiel Computerspielabhängigkeit, die ja offiziell anerkannt ist, eben vorherzusagen, wenn man sich Motive anschaut. Was geringe Gewissenhaftigkeit betrifft, da sind wir so ein bisschen wieder im Hirnforschungssektor. Wir gehen davon aus, dass das mit geringeren Selbstregulationsfähigkeiten zu tun hat. Insofern ist auch nicht ganz überraschend, dass wir hier diesen Zusammenhang sehen. Wie wird das gemessen? Ich glaube, das ist auch mal wichtig, weil wir heute ja schon erfahren haben, Messung ist wichtig. Man kann einmal natürlich fragen, wie viele Stunden bist du pro Tag online? Im Übrigen würde ich auch sagen, es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich bin am Stück eine Stunde online oder 60 mal eine Minute, also was die Fragmentierung des Alltags ausmacht. Das ist sehr wohl ein Unterschied, nämlich mit Hinblick auf die Wechselkosten, die durch die ständigen Unterbrechungen entstehen. Und in diesen Studien, die ich jetzt gerade berichtet habe, wird vor allen Dingen ein Suchtrahmenwerk angelegt. Und wenn momentan wird diskutiert, inwieweit das Rahmenwerk der Weltgesundheitsbehörde für die Computerspielabhängigkeit, auch für die soziale Netzwerknutzungsstörung gelten würde. Und das sind vier Kriterien. Das wäre einmal Kontrollverlust. Das heißt, die Nutzer, Nutzerinnen wollen reduzieren, denen gelingt es aber nicht mehr. Dann eine sehr, sehr starke Priorisierung. Das heißt, alles, was auf den sozialen Medien passiert, ist extrem wichtig. Der Rest gerät in den Hintergrund. Hier muss man schon Sternchen dran machen. Wir haben ja zunehmend mehr auch Berufe online, die sich auf den sozialen Medien tummeln. Und da findet auch eine Priorisierung statt. Das heißt, man muss auch immer schauen mit den Kriterien, dass keine Alltagshandlungen pathologisiert werden. Und dann haben wir auch wichtig ein drittes Kriterium, was so eine gewisse Unbelehrbarkeit ausstrahlt. Das heißt, ich bleibe bis mitten in der Nacht auf Social Media, verschlafe morgens die Klausur. Was lerne ich daraus? Gar nichts. Ich mache einfach weiter. Das wäre ein drittes Kriterium. Und das Wichtigste, was momentan diskutiert wird und ich finde auch bei der Computerspielstörung gut greift und auch nochmal dem Gedanken wirklich folgt, dass wir keine Alltagshandlung pathologisieren. Das Verhalten muss zu einer funktionellen Beeinträchtigung führen. Das heißt, wir wollen ja nicht irgendwie Millionen oder Milliarden von Menschen ein Thema andichten, was sie nicht haben, sondern mit anderen Worten, es muss der notwendige Schweregrad gegeben sein. Wir stellen uns vor, aufgrund der exzessiven Nutzung geht eine Beziehung kaputt, eine romantische Beziehung. Ein jugendlicher Mensch setzt seinen Ausbildungsplatz wirklich aufs Spiel. Das heißt, da muss richtig was passieren, bevor man eben so ein hartes Label wie Sucht in Anführungsstrichen, was ja noch nicht auch offiziell anerkannt ist, dann auch auspackt. Und man muss doch, glaube ich, festhalten, dass für einen Großteil der Nutzenden vieles doch eher im Gesunden oder im Graubereich stattfindet. Und wir haben nach wie vor das Problem, dass es ja keine diagnostische Einigkeit gibt, wie man in diesem Bereich eben die exzessive Form der Nutzung am besten charakterisiert. Aber wir haben ja auch gerade Isabel gehört, Isabel Brandhorst, die ja hier in der Gruppe auch am meisten natürlich mit Patienten, Patientinnen zu tun hatte, die das vielleicht auch nochmal aus einer anderen Sichtweise einschätzen kann.
Ich habe da auch noch eine gute Ergänzungsfrage, die im Lichte dieser Sachen ganz gut an Sie gehen kann, Frau Brandhorst. Und zwar gerade jetzt mit dem Hinweis, dass man keine Alltagshandlungen pathologisieren sollte. Auf welche Anzeichen sollten Eltern denn achten, beziehungsweise welche Regeln zur Handy- und Social-Media-Nutzung sind sinnvoll oder empfehlen Sie auch in der Prävention, um Kinder möglichst vor den potenziellen Gefahren zu schützen? Ja, vielleicht noch als Ergänzung dazu, dass wir dass wir kein Alltagsverhalten pathologisieren wollen. Es gibt ja im ICD-11 zumindest zur Gaming Disorder ja auch noch das Kriterium, dass das Verhalten episodisch wiederkehrend über mindestens 12 Monate in der Regel stattfinden sollte. Das heißt, weil Jugendliche haben ja auch ganz natürlich Phasen, in der sie Dinge exzessiv betreiben. Und das ist nicht nur das exzessive Nutzen von sozialen Medien und Computerspielen, sondern es ist auch exzessives Longboardfahren oder Lesen oder was auch immer, Dinge, die vielleicht sozial verträglicher sind, zumindest wenn man es aus den Augen der Eltern betrachtet. Ja, und diese Phasen muss man den Jugendlichen auch zugestehen. Und die meisten davon, und das sehen wir ja auch, wenn wir die sogenannten Spontanremissionsraten anschauen. Also das ist eine Rate, die zeigt, wie viel Prozent einer Stichprobe, die die Kriterien einer Sucht erfüllt, nach zum Beispiel einem Jahr diese Kriterien nicht mehr erfüllt, ohne dass da eine Behandlung stattgefunden hat. Und da sind wir jetzt, zumindest wenn man jetzt die globale Internetsucht abfragt, in Deutschland bei einer Spontanremissionsrate von etwas über 70%. Zumindest bei einer Schulstichprobe. Das heißt, Jugendliche haben exzessive Phasen und die haben sie nach einem Jahr, wenn es gut läuft, nicht mehr. Aber wir haben halt keine Glaskugel, und können nicht bei jedem Individuum schauen, wie wird es werden. Das heißt, wenn Eltern schon mal ein Bauchgefühl haben, im Sinn von, irgendwie finde ich das nicht gut, wie mein Kind soziale Medien nutzt oder welche Auswirkungen es aus meinen Augen auf mein Kind hat, dann hilft es schon, zumindest erstmal wachsam zu sein, wenn das Verhalten noch nicht zu lange vorherrscht. Also sprich dem Jugendlichen eine exzessive Phase zugestehen, aber wachsam zu sein, es zu beobachten und mit ihm im Austausch zu sein und auch die eigenen Sorgen und ja, die eigenen Gedanken, die man sich als Eltern dazu macht, durchaus mit den Jugendlichen zu besprechen. Aber nicht anklagend, und nicht nur im Kontext der Regulation. Also ich finde, du bist zu viel am Handy, deswegen kriegst du es jetzt nur noch von 15 bis 16 Uhr oder deswegen ist es jetzt eine Woche weg oder irgendwas, sondern weil das löst natürlich Widerstand bei den Jugendlichen aus, nachvollziehbarerweise, würde mir genauso gehen, sondern sich eher in einem guten Moment, in einer guten Stimmung mit dem Jugendlichen hinsetzen und dann aus der Ich-Perspektive heraus zu beschreiben, was man beobachtet und wie es einem damit geht. Also, ich habe das Gefühl, dass ich dich viel mehr am Handy sehe als früher und das macht mir Sorgen, weil ich den Eindruck habe, du bist lieber am Handy, als zum Abendessen zu kommen. So, als Beispiel. Sehr beschreibend zu sein und sehr aus der Ich-Perspektive herauszusprechen und damit auch die Tür zu öffnen für einen guten Dialog mit dem Jugendlichen über die sozialen Netzwerke. Weil ab einem gewissen Alter kann man den Jugendlichen die sozialen Netzwerke auch nicht mehr verbieten, weil dann grenzt man sie sozial aus. Das heißt, sie haben WhatsApp, sie haben TikTok und Instagram und wir müssen sie begleiten, weil die inhaltlichen Filter können wir nicht so einstellen, dass sie vor Cybermobbing oder was auch immer gewahrt sind. Ja? Also das heißt, ich muss als Eltern, ich muss in einem dauernden Austausch mit meinem Kind darüber sein, was es nutzt und wie es ihm damit geht. Und ich muss versuchen, ein Kooperationspartner zu sein, sodass ich als Eltern auch mit reinschauen darf, dass mein Kind auf mich zukommt, wenn es über Dinge stolpert, dass es irritiert oder beängstigt beispielsweise, dass wenn jetzt das Kinder kommen und sagen, da hat mich irgendwie einer angequatscht im Internet, irgendwie ist das komisch, dann kann ich als Eltern unterstützen. Oder ich habe ein Bild gepostet, das ich jetzt im Nachhinein bereue, so, dass die Eltern dann als Unterstützer
und zwar als kompetente Unterstützer auftreten können. Das heißt, sie müssen sich mit dem Thema einfach beschäftigen. Es reicht nicht, den Kindern das Handy zu geben und zu glauben, das wird sich alles schon irgendwie selbst regulieren und dann, die kommen damit einfach irgendwie klar. Tun sie manchmal und manchmal eben auch nicht. Und wenn sie das nicht tun, dann brauchen sie die Eltern als Support. Ja, das ist ja auch ein guter Hinweis, danke. Die nächste Frage stelle ich erstmal an Sie, Herr Mayer, sonst gerne Ergänzung. Gibt es Evidenz zu möglichen Zusammenhängen von der Nutzung von Social Media und dann eventuell der Veränderung von Aufmerksamkeitsspannen und/oder dem Lern- und Bildungserfolg? Also zu Lern- und Bildungserfolg kann ich nicht viel sagen, das ist schlicht nicht mein Bereich. Ich glaube, da wäre die Medienpädagogik dann der bessere Ansprechpartner, was Aufmerksamkeit betrifft und generell so Exekutivfunktionen, kognitive Funktionen kenne ich die Forschung einigermaßen. Ganz vor kurzem, vor wenigen Tagen, ist eine neue Meta-Analyse erschienen, die sich mal den sogenannten Brain-Drain-Effekt angeschaut hat. Ist es so, dass das Smartphone durch seine reine Anwesenheit bereits kognitive Kapazitäten bindet, also Aufmerksamkeit bindet, so ein bisschen, ne, das deswegen Brain-Drain, unsere kognitiven Fähigkeiten uns zu einem gewissen Maß entzieht. Das wurde tatsächlich in einer Vielzahl von Experimenten untersucht, so in den letzten 10 Jahren ungefähr. Und der Effekt findet sich auch. Allerdings ist er deutlich kleiner, als man ihn vielleicht vermuten würde. Also wir sehen das. Wir sehen aber auch, dass mit jedem weiteren Experiment dieser Effekt ein bisschen kleiner wird. Dann kann man sich fragen, woran liegt das? Meine Vermutung wäre, dass auch die Neuheit des Smartphones natürlich einfach nicht mehr gegeben ist, dass dann eine gewisse Normalisierung eingesetzt hat und wir uns inzwischen auch nicht mehr so sehr davon ablenken lassen als früher. Das wäre jetzt meine persönliche Einschätzung. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich, soweit wir nicht nur auf die reine Anwesenheit des Smartphones schauen, sondern auf Benachrichtigungen, auf das, was Christian auch schon erwähnt hatte, die fragmentierte Nutzung im Alltag. Da sehen wir durchaus Zusammenhänge mit ja, Ablenkung, geringere Aufmerksamkeit, auch Prokrastination, also wieder Aufschiebeverhalten, das lässt sich durchaus dokumentieren. Auch hier muss ich aber sagen, insgesamt ist die Forschung deutlich rarer, als man das vielleicht vermuten würde. Also der öffentliche Diskurs stellt das Problem als größer dar, als es in der Forschung tatsächlich verhandelt wird. Ja, Herr Montag, gerne noch. Ja, vielleicht noch ergänzend. Ich glaube, das Problem, was wir haben, also es werden ja immer die Fragen gestellt nach Aufmerksamkeitsspanne, wie verändert sich das? Das muss man ja eigentlich experimentell untersuchen, ne? Und da gibt es tatsächlich echt wenig. Also gerade wenn man mal über den Längsschnitt sich unterhalten würde, dass man guckt, okay, jedes Jahr begleiten wir 1000 von jungen Menschen über die Lebensspanne und gucken, wie sich dann die kognitiven Fähigkeiten entwickeln. Was wir haben, ist zwei Meta-Analysen im Feld, die sich zu Performance, Lernperformance und Smartphone-Nutzung beschäftigt haben. Die zeigen, wie man das erwarten würde, egal ob man jetzt nach Sucht fragt oder nach längerer Nutzung, dass eben längere Nutzung oder eine suchtähnlichere Nutzung mit schlechterer Lernperformance einhergeht. Effektstärken sind überschaubar. Also das ist gerade, was auch Adrian sagte. Aber es gibt diese inversen Zusammenhänge. Jetzt ist natürlich immer die Frage, ist es jetzt so, dass die schon schlechteren Schüler und Schülerinnen dazu neigen, eher das Gerät zu benutzen? Oder ist die Benutzung des Geräts führt das zu schlechteren Schulleistungen? Hier haben wir deutlich weniger Evidenzen, das zu beantworten. Es gibt mittlerweile ein paar Smartphone-Interventionsstudien, die in Schulen durchaus suggerieren, dass eine Einführung des Smartphone-Bans in Schulen zu einer verbesserten Schulleistung führt. Das haben nicht alle Studien gezeigt, aber so gerade die erste, die das in UK gemacht hat, in mehreren Studien, konnte das untermauern. Aber hier haben auch nicht alle gleich profitiert, sondern vor allen Dingen die schwächeren Schüler konnten von dieser Maßnahme profitieren und die besseren, da hat man halt nicht gesehen, dass das da jetzt viel gemacht hätte. Aber so ist das ja häufig im Policymaking, ne? Man muss sich überlegen, wir sprechen eine Regel aus, die möglichst keinem schadet, aber eben einer doch häufig, hoffentlich großen Gruppe einen Gewinn bringt. Und im Zusammenhang sehen wir durchaus ja momentan eine, ich will nicht sagen eine weltweite Bewegung, aber deutlich einige Länder, die ja durchaus darüber diskutieren, das jetzt einführen, dass eben an den Schulen keine Smartphones mehr stattfinden. Und das hat natürlich jetzt auch mit den sozialen Medien zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass Studien suggerieren, dass eben, wenn das Smartphone nicht mehr da ist, die Kinder sich in den Pausen mehr bewegen, dass wieder mehr soziale Interaktion stattfindet.
und dass Cyberbullying reduziert wird. Das heißt, man hat ein ganzes Bündel von Themen, die man vielleicht damit in den Griff bekommt. Aber ich glaube, ganz wichtig ist an der Stelle auch, wir reden hier den ganzen Tag über Kinder, Jugendliche. Wir müssen wirklich über Altersabschnitte auch drüber nachdenken. Das ist ja was völlig anderes, über eine Oberstufe zu reden oder eben über die Grundschule, ne? Und weil Kinder haben über die Lebensspanne ganz unterschiedliche Entwicklungsaufgaben. Ich glaube, wir haben heute viel über Jugendliche gesprochen, wo gerade das Thema Identitätsfindung extrem groß ist und natürlich Identitätskonfusion auch dazu führt, dass heutzutage wie sozialen Medien man so Rollen ausprobiert und guckt, wie komme ich denn an? Und das sind heutzutage die Dinge, die über die sozialen Medien, über Challenges und was weiß ich, natürlich auch mit ausgetestet werden. Aber da muss man auch nochmal gucken, das ist ja eine ganz andere Altersklasse, als wenn wir uns jetzt mit 6- bis 10-Jährigen beschäftigen, ja, die in der Grundschule sind und die natürlich nochmal ein ganz anderes Grundbedürfnis haben nach körperlichem Ausleben, Toben, Raufen, um die Grobmotorik zu schulen und eben auch die sozialen Kompetenzen durch das kindliche Spiel zu erlernen. Das heißt, ich glaube, hier tun wir gut daran, auch nochmal etwas genauer drauf zu schauen in den nächsten Jahren, was entsprechend auch der entwicklungspsychologischen Hintergründe und auch Altersgruppierungen hier sinnvolle Leitlinien sein können. Da gibt es eine ganz gute Frage als Ergänzung, vielleicht an Sie, Frau Brandhorst. Also im Zusammenhang mit TikTok hieß es, die Kinder würden immer jünger. Was heißt das konkret und sollten Kinder so lange wie möglich von Social Media ferngehalten werden? Also ja und nein. Also zum einen ist ja die Frage, was ist so lange wie möglich? Also momentan ist ja die Situation so, dass viele Kinder dann ein Smartphone bekommen, wenn sie in die weiterführende Schule gehen. Also dann sind sie so 10, 11 Jahre alt. Da entwickeln sie zunehmend die Fähigkeit der Selbstkontrolle, sind aber noch lange nicht an dem Punkt, wo sie aus meiner Sicht dann, wo man ihnen die Verantwortung geben kann, zu sagen, naja, du weißt dann schon selber, wann es abends genug ist und du brauchst noch eine Pufferzone vorm Schlafen gehen, damit du dann auch gut zur Ruhe kommen kannst. Also da sind die allermeisten Kinder mit so einer Grenzsetzung einfach überfordert und nutzen dann das Smartphone am Abend beispielsweise länger, als es für sie gut wäre, was dann zu den bereits beschriebenen Problemen führt. Das heißt, die eigenständige und selbstverantwortliche Nutzung von sozialen Medien kann ich einem Jugendlichen erst dann zumuten, wenn er die Reife dafür entwickelt hat. Und das ist zum einen was entwicklungsbiologisch sehr Individuelles, wann diese Reife stattgefunden hat. Und zum anderen ist es von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt ja durchaus Kinder und Jugendliche, die schon immer eine relativ gut ausgeprägte Selbstkontrolle und Selbstwahrnehmungen haben und die anderen haben das eher nicht und sind eher so die impulsiven Typen. Und die kommen mit einem Smartphone deutlich schlechter klar und noch schlechter klar, wenn sie es früher bekommen. Also ich habe kein gutes Gefühl bei dem Trend, dass Smartphones immer mehr Einzug halten in das Grundschulalter. Habe ich wirklich kein gutes Gefühl, weil ganz viele Eltern sich eben nicht so intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, wie sie es eigentlich müssten, um das dann auch begleiten zu können. Und deswegen bin ich ein Freund davon, ein Smartphone, also entweder ganz reglementiert, dann ist es auch nicht mehr so interessant, oder soziale Netzwerke nur zu bestimmten Zeiten am Tag und auch nur gemeinsam mit den Eltern zur Verfügung zu stellen. Also. Ja, wir haben ja noch sehr viele spannende Fragen. Ich würde mal jetzt ein bisschen versuchen, schneller durchzukommen. Eine kurze, die direkt als Ergänzung zu der Frage an Sie noch gehen kann, ist die Vorbildfunktion der Eltern, die auch manchmal Social Media nutzen. Das kann natürlich auch zu Konflikten führen. Wie können die bewältigt werden? Also wenn Eltern auch soziale Netzwerke nutzen, dann können sie vor allem ein gutes Vorbild sein. Also sie können ja auch die Kinder da reinschauen lassen und zeigen, wie sie bewusst und überlegt die sozialen Netzwerke nutzen. Davon können die Kinder auch lernen. Ein Problem ist es, wenn Eltern die Nutzung selber nicht im Griff haben und in ihrem Alltag zum Beispiel auch Interaktionen mit dem Kind immer wieder unterbrechen lassen, weil jetzt gerade die Information kommt, dass ein Foto von der Mutter oder dem Vater geliked wurde. Ja, das ist ja diese Technoferenz, wenn man es als wenn man dafür einen Begriff haben möchte. Also die Unterbrechung von zwischenmenschlichen Interaktionen durch Smartphones.
Und das ist besonders dann ein Problem, wenn auch bei kleinen Kindern die Interaktion mit den Eltern immer wieder unterbrochen wird. Ja, also Eltern, um es kurz zu machen, Eltern können bewusst positives Vorbild sein, können aber auch unbewusst und ungewollt sicher oft ein negatives Vorbild sein. Okay. Herr Mayer, an Sie vielleicht eine schwierige Frage zum Kurzfassen, aber was müsste Ihrer Ansicht nach unbedingt im AI Act oder im Digital Services Act der EU berücksichtigt werden, um Kinder und Jugendliche vor negativen Folgen von Social Media zu schützen? Ich konzentriere mich da mal auf den Digital Services Act, da der AI Act ja gerade noch in der Verhandlung ist und noch gar nicht so klar ist, wie genau der aussehen wird. Aber der Digital Services Act ist ja bereits in der Implementierung in diesem Jahr und tritt dann endgültig im, ich denke, im Februar oder März, korrigieren Sie mich gerne, in Kraft. Und der legt den Plattformen ja eine Reihe von Berichtspflichten zum Beispiel auf, also sogenannte Risk Assessments, die unter anderem auch die psychische Gesundheit von jungen Menschen als ein mögliches Risiko explizit benennen. Sprich, die Plattformen müssen sich dazu äußern, inwieweit ihre Produkte da Risiken bringen, Schaden verursachen können und was die Plattformen dagegen tun, um diese Risiken zu minimieren. Aktuell wissen wir noch nicht, wie diese Berichte ausfallen. Die mussten, glaube ich, Ende August vorgelegt werden zum ersten Mal. Das passiert aber alles mehr oder weniger unter Verschluss aktuell auf Ebene der EU-Kommission. Hier wird es also sehr spannend zu sehen, ob die Plattformen sich ehrlich machen oder eben nicht. Und wenn nicht, wenn wir auch durch unabhängige Begutachtung feststellen, dass sie das nicht tun, dann folgt für mich ein anderer wichtiger Schluss aus dem Digital Services Act, nämlich dass die unabhängige Forschung einfach einen deutlich besseren Datenzugang braucht, um wirklich unabhängig beurteilen zu können, gibt es hier Risiken, die bisher verschwiegen werden? Sind die Risiken, die benannt werden, vielleicht kleingeredet oder sind die doch größer als bisher angenommen? Das können wir aktuell methodisch in der Forschung häufig nur sehr hemdsärmelig sozusagen beantworten, mit so ein bisschen Behelfslösungen sozusagen. Der Digital Services Act leistet aus meiner Sicht für die Forschung und für die Öffentlichkeit vor allem, dass mehr Transparenz geschaffen wird und dass der Forschung hier einfach besseres Rüstzeug, besseres Werkzeug an die Hand gegeben wird. Ja, vielen Dank. Eine Frage an Sie, Herr Montag, die uns im Vorfeld erreicht hat, hatten wir auch kurz darüber gesprochen am Anfang. Es gibt ja auch bei Erwachsenen Sucht und Radikalisierung. Kann man da die Ergebnisse von Kindern und Jugendlichen eins zu eins übertragen und gibt es da Literatur zu oder welche? Jetzt zunächst kann ich direkt im Anschluss an Adrian sagen, das Hauptproblem, was wir haben, ist seit dem Cambridge Analytica-Datenskandal die sogenannten APIs, das heißt die Schnittstellen zu den Plattformen, geschlossen sind für unabhängige AkademikerInnen. Und jetzt haben wir noch das weitere Problem, dass selbst Twitter, was eine, oder jetzt X, was eine mehr freundliche Plattform für unabhängige Forschung war, seit dem Entering von Elon Musk die APIs nicht geschlossen hat. Das ist aber so unerschwinglich geworden, dass wir dort eigentlich auch keine Forschung mehr machen können. Das heißt, in vielerlei Hinsicht, das muss man leider so sagen, ist Social Media für uns eine Blackbox. Wir können nicht direkt untersuchen, wie sich Menschen auf den Plattformen verhalten. Und warum sage ich das jetzt nochmal vorneweg? Weil das natürlich zentral wichtig ist, um auch so Fragen wie nach Polarisierung zum Beispiel auch besser zu verstehen. Denn dafür müsste ich ja erstmal auch sehen, was der Einzelne in seinem Newsfeed gezeigt bekommt. Und vielleicht da als Hintergrund, eins der zentralen Designelemente ist seit Ende 2010er ungefähr. Da kam Facebook mit der Idee auf, eine personalisierte Tageszeitung zu machen. Das heißt, jedem in Anführungsstrichen die beste New York Times for You anzubieten, indem man halt die digitalen Fußabdrücke der Nutzenden ausliest, um so dann die Interessen schätzen zu können und dann den Nutzer, Nutzerinnen eben auf den Plattformen personalisierte Botschaften eben in diesen Nachrichtenfeed reinzuspülen. Immer natürlich mit der Logik dahinter, wenn der Feed nicht langweilig ist, bleiben die Leute auf der Plattform, was eben zentral für das Datengeschäftsmodell ist. So, und vor dem Hintergrund ist dieser Begriff der Filterblase dann entstanden, der durchaus kontrovers diskutiert wird. Die Log also gerade so im politischen Geschehen wird so die Befürchtung geäußert, dass wenn ich den ganzen Tag auf den sozialen Medien jetzt nur mit meiner Weltanschauung konfrontiert werde. Das heißt, ich sag mal, jemand wäre AfD-Anhänger und kriegt den ganzen Tag halt in seinem Feed halt irgendwelche AfD-Aussagen.
führt das dann zur Radikalisierung, weil ich irgendwie die andere Seite aus dem politischen Meinungsspektrum gar nicht mehr höre. Das ist die Idee hinter diesen Filterblasen, weil die Industrie halt vorfiltert, was ich dort zu sehen bekomme und ich in meiner Blase lebe. Warum der Begriff, glaube ich, nicht ganz so leicht ist und für alle nicht sicherlich nicht zutreffend ist, weil suggeriert wird, dass wir uns ausschließlich über die sozialen Medien über das politische Tagesgeschäft informieren. Wir haben selber Studien dazu gemacht, das ist nicht der Fall. Ja. Wir haben Es ist schwer, das genau zu schätzen bei uns, weil unsere Studien nicht repräsentativ waren. Aber wir haben da so zwischen 1 und 5% irgendwie in unseren Populationen, die wir untersucht haben, die angegeben haben, dass sie sich ausschließlich online oder über die sozialen Medien, über das politische Tagesgeschäft informieren. Und für die würde natürlich dann eine solche Filterblase deutlich stärker greifen als für jemand, der vielleicht tagsüber mit Missinformationskampagnen konfrontiert wird und dann abends irgendwie öffentlich-rechtliche Nachrichten anmacht und sagt, Moment mal, warum redet da eigentlich keiner drüber? Ah, okay, war vielleicht irgendwie ein Hoax, war vielleicht eine Fake News. Das heißt, da finden ja auch noch eben durch breitere Berichterstattung und auch mit unterschiedlichen Kanälen, über die man eben mit dem Alltagsgeschehen konfrontiert wird, durchaus auch Korrekturen statt, eben hier in diesem Modell nicht berücksichtigt werden. Ja, vielen Dank. Wir haben noch zwei Fragen, die ich recht spannend finde. Die würde ich gerne noch stellen, falls wer von Ihnen pünktlich jetzt direkt um 10 los muss. Sagen Sie gerne Bescheid, sonst würde ich eben noch Herr Mayer und dann Frau Brandhorst je eine Frage stellen. Herr Mayer, an Sie, wenn wir über Handynutzung allgemein sprechen und auch über mögliche unkontrollierte Nutzung und Prokrastination, welchen Effekt hat da das Hören von Podcasts? Und vielleicht von mir noch hinzugefügt ist Prokrastination auch ein klassischer Social Media Effekt, sage ich mal. Also vielleicht erstmal allgemein. Inzwischen gibt es eine Vielzahl an Studien, also im Bereich 40, 50, es könnte natürlich auch mehr sein, und die sind meistens auch eher klein, muss man sagen, aber doch eine Vielzahl an Studien, die entweder den Nutzungsumfang oder bestimmte Arten der Nutzung oder eben suchtartige, exzessive Nutzung in einen Zusammenhang mit Prokrastination bringt. Unterm Strich finden diese Studien ja intensivere Nutzung, suchtartigere Nutzung und auch fragmentierte Nutzung, also so dieses gewohnheitsmäßige Checken zum Beispiel, scheint durchaus damit zusammenhängen, ob man mehr prokrastiniert oder eben weniger, also mehr Aufgaben aufschiebt, die man sich eigentlich vorgenommen hat. Für Podcast-Nutzung ist mir tatsächlich keine Studie bekannt. Das finde ich eine spannende Frage. Bei Audiomedien ist es ja generell so, dass wir die sehr stark parallel nutzen zu anderen Tätigkeiten. Das kennt man so vom Autoradio ganz klassisch, und das ist bei Podcasts häufig auch so. Deswegen wäre ich da, glaube ich, erstmal nicht ganz so besorgt. Natürlich bindet das kognitive Kapazität, die mir dann vielleicht für meine eigentliche Haupttätigkeit fehlt. Aber unterm Strich habe ich den Eindruck, tun Podcasts auch viel Gutes für die politische Information und politische Willensbildung in der Bevölkerung. Deswegen sehe ich da jetzt weniger Probleme, ehrlich gesagt. Ja, vielen Dank. Und dann noch vielleicht an Sie, Frau Brandhorst, die letzte Frage. Die Journalistin merkt an, dass sie Forschung spannend fände, die untersucht, was Kinder und Jugendliche alles nicht mehr lernen, weil sie viele Stunden ihrer freien Zeit digital verbringen. Merkt auch an, dass es vermutlich schwer zu messen ist und fragt, ob es Studien dazu gibt, was Kindern fehlt, wenn sie ihre körperlichen, handwerklichen und sozialen Fähigkeiten nicht mehr so frei entwickeln wie vielleicht früher. Also da gibt es durchaus Studien, also auch internationale Studien. In Brasilien ist mir eine im Kopf, die dann einen Zusammenhang eben herstellt zwischen einer längeren Bildschirmnutzung und diversen Entwicklungshemmnissen, sei es auch zum Beispiel auf der motorischen Ebene. Also das ist schon bekannt, dass wenn Kinder lange Zeit am Bildschirm verbringen, dass sie dann eben die Entwicklung nicht so. Also, dass sie in der Entwicklung zurückstecken müssen. Das ist bekannt. Die Frage ist jetzt, was sind die Auswirkungen, wenn sie da jetzt so langfristig, also ob jetzt ein potenzieller Sportler vielleicht seine Karriere versaut, weil er in der Jugend zu viel oder in der Kindheit zu viel am Bildschirm war, das kann man nicht sagen. Also dafür bräuchte man ja auch Längsschnittstudien, die über 20 Jahre gehen. Da ist mir keine bekannt. Ich weiß nicht, Christian oder Maya, ob Sie da was anderes wissen. Aber wir wissen auch, der Kai Müller hatte mal einen Kongressbeitrag, ich weiß nicht, ob der jemals veröffentlicht wurde, ich habe es, als Jahr habe ich es verpasst, der
der die soziale Netzwerke oder der die Bildschirmnutzung oder die suchtartige Nutzung von Computerspielen und sozialen Netzwerken mit nicht bewältigten Entwicklungsaufgaben bei Jugendlichen in Zusammenhang bringt. Also geht es hauptsächlich auch um psychische Entwicklungsaufgaben, wie zum Beispiel auch Autonomieentwicklung, Identitätsentwicklung und so weiter. Dass eben auch diese Entwicklung beeinträchtigt werden kann. Das sind nicht nur die klassischen Aspekte wie Motorik, Sprache etc., die bei Kindern vor allem Effekte haben. Ja, vielen Dank. Aber das ist ja auch vielleicht schon mal ein erster Rechercheansatz, wenn man da tiefer reingehen will. Ja, dann ist die Zeit jetzt auch schon wieder relativ schnell vorbeigegangen. Erstmal vielen Dank an Frau Brandhorst, Herr Mayer, Herr Montag, an Sie. Vielen Dank auch an die Journalistinnen und Journalisten für die vielen Fragen. Genau, und heute werden wir sobald wie möglich die Aufzeichnung auf unsere Homepage stellen in ein paar Stunden und voraussichtlich morgen finden Sie da auch das Transkript. Falls Sie die Audioaufzeichnung, die Videodatei oder heute schon das maschinell erstellte und von uns noch nicht redigierte Transkript haben wollen, dann finden Sie den Link in der Reminder-Mail heute Morgen. Ja, dann erstmal vielen Dank für Ihre Zeit und Herr Montag noch schnell, ja. Ich würde das Angebot machen. Ich stelle gerne noch so 4, 5, 6 Papers zusammen, auf die ich mich heute bezogen habe. Dann können Sie die Literaturhinweise auch noch draufpacken, weil ich ja hier auch mal eine Prozentzahl genannt habe. Da soll man bitte nochmal selber genau nachschauen. Ich bin ja auch kein Lexikon, was hier wandelnd unterwegs ist. Aber dann haben die Journalisten, Journalistinnen auch mal die Möglichkeit, dann nochmal selber ein Fact-Checking zu machen in Papers. Ja, schicken Sie mir das gerne. Ich packe das dann auf unsere Homepage unten drunter. Ja. Genau, Frau Brandhorst, Herr Mayer, an Sie natürlich das gleiche Angebot. Falls Ihnen dann noch wichtige Literatur einfällt, geben Sie mir die gerne weiter. Ich stelle die dann dazu. Ja, dann vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss.